Servus und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Sportarena. Heute mit tollen Gästen, tollen Berichten und auch was zu gewinnen. Event. Das erste NFL-Ligaspiel in Deutschland hat in München für American Football Fieber gesorgt. Den Sieg der Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady erleben 70.000 Fans im Stadion und Tausende feiern davor eine Party. Kultreporter. Bernd Schmelzer ist seit 3 Jahrzehnten kritisch im Wintersport und Fußball unterwegs. Vor der WM in Katar und dem Ski-Alpin-Weltcup ist der Journalist und Autor zu Gast in der Sportarena. Champions Hockey League. Der EHC Red Bull München bestreitet das erste Achtelfinalspiel zu Hause gegen den Schweizer Meister, den EV Zug. Die Münchner setzen auf ihre Heimstärke und eine große Kulisse. Anführer. Timo Kern ist Kapitän der FC Bayern Amateure in der Regionalliga Bayern. Im Abschiedsspiel von Trainer Martin De Michelis erzielte der Mittelfeldmann sein 5. Saisontor. Timo Kern kommt in die Sendung. Boxgeschwister. Selina und Emre Çukur trennen 19 Jahre, aber sie verbindet auch die Leidenschaft für den Faustkampf. Nach Selinas ersten Siegen und vor Emres Kampf um die Profi-Europameisterschaft sind die beiden im Studio. München atmet durch nach dem American Football-Spektakel vom vergangenen Wochenende. Zum ersten Mal wurde ein offizielles Ligaspiel der NFL in Deutschland ausgetragen. Sieger waren die Tampa Bay Buccaneers mit ihrem Superstar-Quarterback Tom Brady gegen die Seattle Seahawks. 70.000 Fans im Stadion und Tausende davor haben eine Riesenparty gefeiert. Die Stimmung vor der Allianz Arena ist einfach phänomenal. Seit Tagen bereitet die NFL das erste Spiel in Deutschland schon vor, das zwischen den Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers stattfindet. Dafür haben sie vor der Allianz Arena an der Esplanade einen Haufen an Ständen aufgebaut, sowohl Essen als auch Mitmachstationen. Es gab eine Wurf-Challenge, eine Challenge zum Fangen, zum Sprinten, zum Springen, einfach alles Mögliche war gegeben, um die Fans aus der ganzen Welt, die extra dafür angereist sind, zu belustigen. Ich bin 2 Stunden jetzt mal für den NFL-Shop angestanden. Er war, glaube ich, noch bei der Quarterback-Challenge. Nicht mein Sport, noch mit europäischem Fußball, aber wir versuchen. Gut, es war Spaß, auch der Broadjump, ein bisschen spielen und alles. Wir versuchen alles zu probieren. Ist absolut krank, das glaube ich ist der richtige Ausdruck dafür. Ich glaube, für Deutschland ist es mega geil, super viele Fans da, die da lange drauf gewartet haben. It has been a wonderful time. The city of Munich has done a great job in putting all this together. Now we just gotta get in line and get in the door. Er sagt also, die München wurde richtig viel gut aufgebaut, extra für das Spiel, und jetzt hofft er einfach, dass er einen guten Platz am Feld bekommt. Es ist das erste Spiel der NFL in Deutschland, der National Football League, und daran knüpfen sich natürlich auch viele Erwartungen. Es ist zwar schon fest, dass in den nächsten 4 Jahren immer abwechselnd mit München und Frankfurt ein Spiel hier stattfinden wird, aber dass das erste überhaupt ist, erwartet sich die Liga natürlich recht viel davon. München war erst der 4. Austragungsort außerhalb der USA, an dem ein reguläres Saisonspiel der NFL stattfand. Deshalb war der Andrang bei den Zuschauern auch riesig. Rund 70.000 Fans haben das Spiel in der Allianz Arena mitverfolgt. Sie erlebten ein richtiges Spektakel. Die Tampa Bay Buccaneers siegt mit 21:16 gegen die Seattle Seahawks. Von der Kulisse und dem Enthusiasmus der Zuschauer in München waren auch die Spieler um Quarterback-Superstar Tom Brady begeistert. Das war eines der besten Football-Erlebnisse, die ich je hatte. Und das heißt einiges nach 23 Jahren in der Liga. Die Fans waren phänomenal. Die Stimmung war elektrisierend ab dem Moment, als wir das Feld betreten haben. Als die Fans am Schluss auch noch Sweet Caroline und Country Roads gesungen haben, war das einfach unglaublich. Ich glaube, jeder, der das erlebt hat, hat ein paar Erinnerungen fürs Leben. 2024 kommt die NFL wieder nach München. Bis zum nächsten Spiel der National Football League wird sich zeigen, ob American Football in Deutschland und speziell in München gewachsen ist. Heute ist ein richtig geiler Tag, weil heute haben wir einen Kultreporter zu Gast. Seit über 3 Jahrzehnten ist Bernd Schmelzer die Stimme hinter zahllosen Berichten, unendlichen Kommentationen. Da verschlägt es mir gleich die Zunge, wenn ich darüber spreche. Und auch ein meinungsstarker Mann, der sich zum Wintersport, aber auch zum Fußball, gerade zur Fußball-WM, auch dementsprechend klar positioniert. Nein, alles gut. Nein, das war bloß ein Spaß. War bloß ein Spaß. Seine Stimme ist bekannt, doch nur wenige kennen das Gesicht des Mannes mit den klaren Ansagen.
Dabei ist Bernd Schmelzer seit Jahrzehnten einer der prägenden Sportredakteure und Kommentatoren im deutschen Fernsehen. Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Länderspiele, Bundesliga und vor allem Wintersport. Bernd ist immer ausdrucks- und meinungsstark. Dabei hat er gerade beim alpinen Weltcup-Geschehen den kleinen Makel des geborenen Flachland-Dortmunders durch humorvolle Sprachanwendungen längst zu seinem Markenzeichen verwandelt. Doch Bernd Schmelzer ist sich für nichts zu schade. Würdigt die niedrigen Ligen oder sogenannte Randsportarten, genau wie die angeblich großen. Auch als cooler Autor ist der 57-jährige Diplom-Journalist kein unbeschriebenes Blatt mehr. Im neuen Werk geht es um seine Erlebnisse im Wintersport. Vielleicht folgt schon bald eine Aufarbeitung der Fußball-WM 2022, die Bernd Schmelzer als Kommentator begleitet. Und so schaut er aus. Das ist das Gesicht des Mannes, dessen Stimme Millionen kennen, aber wo sich viele natürlich fragen, wie kann ein Mann, der so eine Stimme hat, auch noch so verdammt gut aussehen? Herzlich willkommen, Bernd Schmelzer. Das hätte ich gerne als Klingelton, ja, danke. Spreche ich dir rein. So. Schön, dass du da bist. Ist für mich ein toller Tag, weil ich sehr gerne Berichte höre, die du machst, weil ich sehr gerne höre, wenn du kommentierst beim Skifahren, und das ist jetzt keine plumpe Schmeichelei. Und weil ich mich echt gefreut habe, dass es hieß, hey, du hättest ein Buch, würdest es vorstellen und bringst auch ein paar Exemplare mit zum Verlosen. Und jetzt ja, fangen wir an mit dem Buch. Es ist dein zweites, glaube ich? Nee, das erste. Na, aber du hast ja schon mit Nina Künzer eins gemacht. Nein, das kommt nächstes Jahr. Ach, das ist erst, ich habe nämlich online nur geguckt und dachte, ja, ah, einmal ja, hat er schon. Wir sind schon ein bisschen vorausgegangen. Nee, aha, also es ist wirklich das Erstlingswerk, was jetzt erschienen ist. Ja, ja. Warum? Weil mich viele darauf angesprochen hatten, im Vorfeld schon. Viele Jahre geht das Thema schon irgendwie so durch den alpinen Skiweltcup von Zuschauerinnen und Zuschauern, die mir Mails geschrieben haben, die gesagt haben, Mensch, Herr Schmelzer, Sie sind so viel unterwegs, Sie haben so viel erlebt, Sie kennen so viele Orte, Menschen, Geschichten, die erzählen das immer so schön, schreiben Sie doch mal ein Buch. Und dann ist vergangenes Jahr, im Herbst irgendwann, das ist jetzt so vor ungefähr einem Jahr gewesen, jemand auf mich zugekommen, ob ich nicht ein Buch schreiben wollte. Und da habe ich mich nicht lange überlegen müssen. Da habe ich gesagt, ja, gute Idee. Zumann Verlag und dann machen wir das. Und dann haben wir einen Verlag gefunden. Ausgerechnet könnte man sagen, aus Skiweltcup-Sicht ein österreichischer Verlag. Hat er gehört. So ist es. Das ist Ende der Piefke-Saga. Und die Kollegen aus Wien haben gesagt, nee, super Idee. Die kannten uns auch vom Skirennen aus Schladming. Und nee, hat er gesagt, macht er auf jeden Fall. Toll. Aber war es dir auch wichtig, dass, also wenn du sagst, die Leute kommen zu dir, eher die, die dich über Online-Geschichten anschreiben? Weil, wie gesagt, deine Stimme kennen sie. Die wenigsten sehen dich aber dabei. Also war dir auch wichtig, dass mal bekannt wird, wer ist der Typ überhaupt, der das überhaupt alles nicht immer von sich gibt? Nein, gar nicht. Also im Buch kann man ja auch keinen sehen. Also da steht was geschrieben und dann siehst du ja auch nicht irgendjemanden. Also darum ging es nun wirklich gar nicht. Es ging einfach darum, ein paar Geschichten zu erzählen und den Wintersport mal so zu präsentieren, wie ich ihn erlebt habe. So positiv, so frisch, so mit netten Menschen, so aufgeschlossen, so leidenschaftlich, so emotional. Und das war eigentlich der Hintergedanke. Können wir jetzt schon wieder zurücklehnen und dich einfach weitermachen lassen. Du darfst jetzt auch mal hier zum Werk greifen. Ja, hast dir was markiert? Lass doch mal hören. Was markiert, ja. Was ist so eine Stelle, wo du sagst, die steht wirklich für all das, was du gerade auch gesagt hast? Naja, also ich sag mal, es gibt ja verschiedene Geschichten. Eine der besten ist sicherlich, dass wir bei einer Sendung Blickpunkt Sport, die werden auch ein paar Menschen kennen, mal Hermann Mayer zu Gast hatten im bayerischen Fernsehen. Und der Hermann Mayer sollte wieder nach Hause fahren. Musste wieder ins Trainingslager, er musste nach Sölden. Und das Taxi kam nicht. Und wir standen vor der Tür und haben gesagt, was machen wir jetzt mit dem Hermann Mayer? Der steht jetzt hier und der muss ja jetzt irgendwie wieder nach Hause. Und dann sind ein Kollege und ich in mein Privatauto gestiegen und haben dann den Hermann Mayer quasi nach Sölden gefahren. Und das habe ich hier geschrieben. Man musste Hermann Mayer klar machen, dass der Wagen etwas Benzin braucht. Wir mussten also an der ersten Tankstelle halten. Was Mayer sehr gelegen kommt, denn der hat Appetit. Man könnte auch sagen, er hatte einen Bärenhunger. Der Plan geht also so, erst den Tank voll machen, dann die Kühlregale ausräumen. Der Kassierer wundert sich. Brauchen Sie wirklich alle belegten Brote, fragt er mich. Klar, sage ich, alle. Wir fahren jetzt Hermann Mayer nach Sölden und der möchte doch gut versorgt sein. Der Kassierer lacht schallend, ja, ja. Und auf der Rückfahrt nehmen Sie bestimmt den Ministerpräsidenten mit. Als wir dann aus der Tankstelle rausrollen, winkt Mayer noch kurz in Richtung Kasse. Und den Gesichtsausdruck des Kassierers werde ich auch nie in meinem Leben vergessen. Also das ist so eine nette Geschichte, einfach wie Leute sagen, ja, ja, klar, du hast den Hermann Mayer im Auto. Dann guckt er raus, winkt wirklich der Hermann Mayer. Und dann ist es ihm leider an der Tankstelle der Freisinger Straße ein bisschen anders geworden. Von Hermann Mayer hieß es, dass er eigentlich auch immer so zu spät kommen war. Also schon am Anfang seiner Karriere immer der Trödler im Team. Und viele haben gesagt, ah, der wird nie was, der Mayer. Und bis der mal endlich den Ski am Fuß hat oder so. Ja,
Kann man mal sehen. In dem Fall kam echt Meier zu spät, sondern das Taxi. Also es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Das Taxi kam dann irgendwann, aber da waren wir schon in der Nähe von Innsbruck, weil man sich einfach vertan hatte. Es gibt es einfach mal, du kennst ja nicht Hermann Meier, das war nach Nagano damals zu einem Zeitpunkt, wo er ja wirklich so on top war. Er war der ein Superstar, Mayer, der Herminator. Und wenn dann die hast, okay, muss jetzt irgendwie nach Hause, dann musste man einfach mal schnell handeln. War es dir aber auch wichtig, weil du den Wintersport, den alpinen Wintersport besonders magst und wirklich dich in den verliebt hast, auch ein paar Sachen klarzustellen, weil da weht schon seit einiger Zeit ein straffer Wind dagegen. Das Thema Klima ist immer Sache. Der ganze Aufwand, der betrieben wird für diese ganzen Weltcuprennen, jetzt sind ja auch zum Anfang des Winters etliche abgesagt worden, weil es einfach keine Möglichkeit mehr gibt, diese Pisten zu präparieren. Es ist viel zu warm. Mhm. Dass du gesagt hast, ja, man muss mal trotzdem mal erklären, was steckt da alles hinter und dass das ja nicht nur die Stars sind, die da runterfahren, sondern da ist er mehr. Das ist ja wirklich ein Sport, der braucht Vorbereitung und alles drum und dran. Er braucht Vorbereitung, er braucht Zeit, er braucht Leidenschaft und er braucht Menschen, die sich dem annehmen, dem allen. Du musst schon eine gewisse Leidenschaft für den Sportart haben, wenn du morgens um 5 auf den Berg gehst, wie das die Trainer machen, wie das Betreuer machen, wie das Serviceleute machen und beim Sauwetter, wie man es immer so schön sagt, dann Trainingspisten herrichten. Also zu Gehältern, die ja mit dem Fußball gar nicht vergleichbar sind. Und das sind Menschen, die sind mit so viel Herz, so viel Leidenschaft bei ihrer Sportart, das wollte ich auch einfach mal dokumentieren, wie viel da dahinter steckt und dass sich dieser Sport natürlich auch in den letzten Jahren verändern musste. Das ist ja klar, der Klimawandel ist am alpinen Skisport nicht vorbeigegangen. Weniger als an vielen anderen Sportarten insgesamt sicherlich. Aber dass da auch Überlegungen da sind, dass da auch ganz viele Ideen mit in diesen Sport eingebracht werden, wie man sich verändern kann, was man verändern kann. Ich finde, das wird diesen Menschen dann nur gerecht, wenn man das vielleicht auch mal so ein bisschen hintergründig beschreibt. Und ist er aber doch zeitgemäß, alpiner Skisport? Oder ist es eine Sache, wo du sagst, okay, das wird wohl in den nächsten Jahren, ob es auf ganz wenige Rennen in ganz hohen Lagen überhaupt noch möglich sein und das stirbt vielleicht so ein bisschen weg? Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall. Also der alpine Skisport ist zeitgemäßer denn je, weil es eine Sportart ist, die ja viele Leute auch in der Freizeit, ihr werdet es auch machen in eurer Familie, geht Skifahren. Ja. Es geht niemand, Wochenende für Wochenende siehst du Staus Richtung Süden mit Menschen auf den Autos, die Dachträger auf den Autos drauf haben. Da sind Ski drin. Keine Rodel, keine Bobs und auch keine Gewehre für den Biathlonsport, sondern es sind Alpinski drin oder Langlaufski. Also diese Sportart wird sicherlich nicht vom Aussterben bedroht sein. Klar muss man Anpassungen machen, vielleicht ein paar weniger Rennen, den Weltcup-Kalender möglicherweise verändern, aber die Zukunft ist also auf alle Fälle gegeben. Und als es hieß, Bernd Schmelzer bringt ein Buch raus, es geht mehr um den Wintersport, plötzlich sprangen aber auch die Medien an und sagten, aber hallo, der ist ja genauso beim Fußball auch zu Hause. Und plötzlich wollten die von dir hören, nicht nur, was ist los, Klimawandel, wie wirkt sich auf den Wintersport aus, sondern was hältst du, so als der Mann, der auch viel mit dem Fußball zu tun hat, von dieser ganzen Winter-WM? Und dann stehst du ja auch da und sagst, okay, jetzt muss ich natürlich beruflich das eine, und aber auch das Private vielleicht ein bisschen trennen. Wie ist es so? Ist das eine WM, die wir jetzt pflichtgemäß alle eher nicht gucken müssen, weil wir jetzt ja sagen, nein, wir sind jetzt alle dagegen, wie das da läuft? Oder wo stehen wir? Ich finde, das kann jeder für sich ausmachen. Also ich muss es beruflich gucken, da führt kein Weg dran vorbei. Ich kann nicht sagen, Boykott Katar, das ist einfach nicht möglich. Ich würde sicherlich, wenn ich Privatmann wäre, würde ich sagen, gut, ich schaue mir vielleicht nicht alle Spiele an. Dafür hat diese WM ein zu schlechtes Image, ein zu negativ behaftetes Image. Dadurch werden viele jetzt auch von den Fans sagen, nee, wir schauen es nicht. Ich denke, die Spiele der deutschen Mannschaft sollte man sich anschauen. Man muss nicht jedes Spiel gucken, aber die deutsche Mannschaft hat es irgendwie auch ein bisschen verdient, dass sie da jetzt Unterstützung bekommt, weil ja die meisten auch gar nicht hinreisen können. Das ist nicht möglich. Die politische Situation, die Quartiersituation, die Entfernung, das alles passt ja irgendwie nicht zum Fußball jetzt im Winter auch noch. Ja? Also von daher denke ich mir, anfeuern die deutsche Mannschaft sollte man schon. Muss man aber nicht. Es ist ja jedem frei überlassen, ob er sagt, nee, ich will es gar nicht gucken, ich nehme mich da komplett raus, was ich mir so nicht vorstellen kann in Deutschland. Oder ob er sagt, na gut, also ein paar Spiele, ein paar ausgewählte Spiele schaue ich. So würde ich es machen persönlich, wenn ich damit beruflich nicht beschäftigt wäre. Es ist ohne Frage die strittigste WM, also an die ich mich so erinnern kann. Und jetzt habe ich auch ein paar Jahrzehnte schon gemacht. Nicht so viele Jahrzehnte wie du in dem ganzen Metier. Ist da einfach auch überfällig, dass sich was ändern muss und dass da gerade Verbände wie der DFB, als ja nun größter Verband weltweit, dass der ganz anders Einfluss nehmen muss auf FIFA, auf solche Vergaben, vielleicht auch auf die UEFA mit der Champions League, sind ja so viele Sachen und immer heißt nur, es geht um Geld, Geld, Geld. Mhm.
Ja, und es geht ja nur mal ums Geld. Es geht nur ums Geld. Auch in Katar geht es nur ums Geld. Es ging aber auch bei allen Weltmeisterschaften zuvor. Ging es eigentlich immer nur ums Geld. Das ist vor jedem großen Turnier, vor jeder sportlichen Großveranstaltung in den letzten, naja, vielleicht zwei Jahrzehnten im Endeffekt, wird diskutiert. Ist das noch zeitgemäß? Ist es nachhaltig? Wie ist die Situation vor Ort in Sachen Menschenrechte, die politische Dimension? Das ist ganz schwierig geworden. In Europa ist es schwer momentan, sportliche Großveranstaltungen auszutragen. Der Widerstand der Bevölkerung ist einfach zu groß. Wir hätten Olympia haben können, wir wollten es nicht. Und von daher muss da irgendwie ein Kompromissweg gefunden werden. Hier, glaube ich, schaut die Welt jetzt ganz besonders hin. Das potenziert sich von Tag zu Tag mehr. Es wird eigentlich, je näher die WM rückt, umso größer ist die Aufmerksamkeit, umso schlimmer wird es eigentlich, hat man das Gefühl. Die Sportler werden extrem unter Druck gesetzt, sich politisch zu äußern. Also ich glaube, der DFB ist gut beraten, auch in den nächsten Jahren ein Auge mit drauf zu haben, wie läuft das alles, andere Verbände auch, nicht nur der DFB, wie läuft das alles, in welche Richtung geht das alles, so viel diskutiert worden über den Fußball, hat er eigentlich auch nicht verdient, wenn es nur noch über das Geld geht, Sport ist eigentlich geil, ne? Na gut, aber dann wird wenigstens drüber gesprochen und dann rührt sich sicherlich mal irgendwann auch was danach. Jetzt wird es sozusagen der Doppelschlag. Jetzt gucken wir mal, wie fähig bist du, weil du kannst ja auch am Mikrofon sozusagen mal kommentieren, Daten ablesen und gleichzeitig auch noch mit deinem kongenialen Partner, wenn es dann in Schladming mit dem Nachtsladen ist, mit dem René Schönfeller auch noch die Schoten raushauen. Ja. Jetzt geht es nämlich drum, wir verlosen 3 Werke von Bernd Schmelzer mit dem wundermann Thiel. Das muss ich mir genau schauen, dass ich es richtig vorlese. Ja, was macht er denn da? 3 Stück gehen los und die werden auch original signiert. Jetzt von Bernd, der während er das Ganze signiert, jetzt aber noch eine kleine sportliche Einschätzung abgeben muss. Was traust du denn der deutschen Nationalmannschaft bei der WM zu? Da ist der Stift, da sind die Bücher. Stift. Und gleichzeitig wollen wir wissen, was haben sie drauf, die Jungs? Wie weit können sie kommen? Also ich habe, ehrlich gesagt, jetzt gar nicht so ein schlechtes Gefühl. Ich freue mich auf das Turnier aus sportlicher Sicht. Dabei bleibe ich. Ich glaube, die können weit kommen. Warum soll das nicht das Halbfinale möglich sein? Also das ist eine gute Mannschaft, die ist gut zusammengestellt. Sie haben einen super Trainer mit Hansi Flick. Sie haben einen sehr gut eingespielten Bayern-Block momentan. Er hat sehr, sehr kreative Spieler in seinen Reihen. Er hat sehr, sehr kreative in seinen Reihen. Und also von daher glaube ich, dass sie schon weit kommen können. Also ich würde mich auf das Halbfinale freuen und traue ihnen das Halbfinale auf jeden Fall auch zu. Okay. Es ist übrigens Zufall, dass ich gerade einen roten Kugelschreiber genommen habe. Ich dachte, ich hätte den Klassiker wirklich dunkelblau-schwarz. Aber wie auch immer. Zum Abschluss. Da müssen wir jetzt dann wieder zum Wintersport kommen. Einige Absagen hat es gegeben. Ein Rennen war ja erst. Auch da die Frage, was kann den Winter so noch kommen? Müssen wir mit vielen Absagen weiterhin rechnen? Und was können die Deutschen vielleicht erreichen? Thomas Dresen ist wieder zurück als großer Hoffnungsträger für die schnellen Disziplinen. Linus Strasser aus Münchner Sicht immer interessant für die technischen Geschichten. Wo siehst du dort das Potenzial der Deutschen? Ich habe große Hoffnung auf Thomas Dresen. Also ich muss sagen, ich habe einiges gehört aus dem Training. Ich glaube, er ist nah an 100% wieder. Und bei Linus Strasser wissen wir ja, wenn er einen guten Tag erwischt, dann kann er alles schaffen. Thomas Dresen ist ja so ein bisschen mitverantwortlich für den Titel dieses Buches. Was war ja das, was ich damals gerufen habe, als er in Kitzbühel gewonnen hat? Ja, was macht er denn da? Und von daher hoffe ich, dass er es vielleicht nochmal macht. Vielleicht macht er es nochmal da, ne, in Kitzbühel. Also die Formkurve scheint zu stimmen. Linus Strasser bin ich auch sehr optimistisch, dass da was kommt. Im Riesenslalom haben wir ein paar sehr, sehr gute Fahrer. Alex Schmid, Stefan Lutz. Und bei den Frauen dürfen wir natürlich auch nicht Lena Dürr vergessen. Ne? Hier gerade aus Münchner Sicht und Kira Weidle. Also, Winter is coming. Es kann losgehen. Die beiden Mädels waren auch schon zu Gast hier. Also, würde mich auch freuen, wenn wir die bald wieder sehen, weil sie besonders erfolgreich sind. Bernd, also mich hat es riesig gefreut, dass du gekommen bist, weil ich gebe es zu, ein Fan von dir bin. Und du hast, so wie ich weiß, ich glaube 120, 130.000 Follower sowieso. Wie schafft man es als Sportreporter? Da könntest du mal ein Seminar hier für so Typen wie mich geben. So eine große Verantwortung übrigens. Nur mal gucken. Danke fürs Kommen. Danke für die Bücher. Ja, sehr, sehr gerne. Viel Spaß beim Weltcup und dann auch bei der WM. Und dann, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Alles klar, Dankeschön. Seit heute ist es offiziell, Martin Di Michelis ist nicht mehr der Trainer der FC Bayern Amateure. Er geht nach Argentinien zu seinem früheren Club, zu River Plate, und wird dort ja Cheftrainer. Und nun rückt Holger Seitz wieder auf die Position des Trainers vom FC Bayern 2. War früher zuständig jetzt für das Nachwuchsleistungszentrum, nun also wieder aktiv an der Seitenlinie.
Aber es gab zum Abschied von Martin De Michelis noch ein schönes Geschenk von der Mannschaft, nämlich ein Sieg im letzten Spiel für den scheidenden Trainer. Beim Heimspiel war es noch nicht ganz fix. Doch Martin De Michelis wusste, dass dieser Abend wohl der letzte für ihn an der Seitenlinie des FC Bayern 2 sein wird. Könnte heute mein letztes Spiel bei Bayern München sein. Muss nach Argentinien fliegen, ich habe da darüber einen Termin. Ist noch nicht fix. Aber wie gesagt, könnte heute meine letzte Spiel da sein. Der 21. Spieltag der Regionalliga Bayern stand also unter dem Motto Abschied und Wiedergutmachung. Denn das Hinspiel hatte der FC Bayern 2 mit 0:2 in Ansbach verloren. Und auch diesmal hatten die Münchner zunächst ihre Probleme. Doch nachdem das Spiel zur Halbzeit 1:1 stand, sorgten die Bayern-Amateure in der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse. Endstand 4:1. Ansbach blieb ohne Auswärtspunkt. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, haben die besseren Torchancen. Ich glaube, dass es eine rote Karte und ein Elfmeter ist in der ersten Halbzeit. Dann kriegen wir ein blödes Eckentor, was auch noch abgefälscht ist. Das ärgert mich sehr. Für die Bayern war es der 9. Sieg. Holger Seitz übernimmt die Mannschaft auf dem 5. Tabellenplatz. Martin De Michelis verabschiedet sich mit einem Sieg von den Bayern-Amateuren. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, unser richtiges Niveau gezeigt. Deswegen, glaube ich, verdiente Sieg. Als Torschütze trug sich auch der Kapitän der FC Bayern Amateure Timo Kern in den Spielbericht ein. Zuvor war Lukas Copado im Strafraum gefoult worden. Den Elfmeter verwandelte Timo Kern sicher und erzielte dabei sein 5. Saisontor. In den Winkel. Hat dann reingeschoben, souverän gemacht, eiskalt eingenetzt. Timo Kern, herzlich willkommen. Dankeschön, freut mich. Ich hatte ein recht breites Grinsen vor der Sendung, weil vergangene Woche war Markus Schwabel hier von der Spielvereinigung Unterhaching. Den hatten wir vorher auch Bescheid gesagt, komm in die Sendung. Prompt hat er ein Tor gemacht. Bei dir war angekündigt, du kommst. Und war das der Druck, den Schwabel aufgebaut hat? Ich stand in der Pflicht, ja. Wie wenn ich es gewusst hätte. Bist du der etatmäßige Etatschütze bei euch? Oder wird das so von Fall zu Fall entschieden? Letztendlich muss man es so richtig erzählen, dass es so war, dass ein Junger die Chance hatte, dann noch einer dazwischen, die sie leider nicht genutzt haben. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss es einfach so laufen. Ich habe das Ding in die Hand genommen und es hat offensichtlich ganz gut geklappt. 5. Treffer war es für dich in der Saison. Zwischenzeitlich aber warst lange Zeit angeschlagen und raus aus der Mannschaft. Wie geht's denn jetzt so? Bist voll wieder dabei? Ist noch ein bisschen Anlaufzeit? Nein, ich fühle mich relativ fit, muss ich sagen. Jetzt habe ich mal ein paar Spiele hintereinander wieder gemacht. Es kommen immer mal Phasen wieder. Oder kamen Phasen, in denen ich meine Probleme hatte, körperlich. Aber jetzt fühle ich mich ganz gut und bin guter Dinge, dass wir die letzten 3 Spiele jetzt noch ganz gut gestalten werden und ich persönlich auch. Spiele davor unter Martin De Michelis als Trainer. Mhm. Hat sich's für euch abgezeichnet, dass er gehen wird? Hat er schon mal so ein bisschen was blicken lassen nach dem Motto, es könnte bald eine Veränderung kommen? Tatsächlich nicht direkt. Da hat er nichts losgelassen im Kreise der Mannschaft. Aber man hat es natürlich in den Medien mitbekommen. Ja. Und gerade die letzten Tage waren auch die Spekulationen eben schon öffentlich. Da hat man sich seine Gedanken gemacht. Ich kam dann auch in eine Kommunikation mit ihm, wo er es mir schon ein bisschen angedeutet hat, aber vor der Mannschaft hat er es gar nicht geäußert, sondern erst während des Spiels, beziehungsweise in der Halbzeitpause, da hat er mal was losgelassen, dass wir das Spiel eben noch für ihn gewinnen sollen. Das haben wir dann getan und danach hat er sich dann verabschiedet. Aber wenn du sagst, du kriegst aus den Medien das Ganze so mit, wie ist denn das? Ihr seid ja eine sehr junge Mannschaft, also du bist ja sozusagen so ein bisschen der Papa mit der Truppe da, bewusst sicherlich auch so mit reingeholt in den Kader, aber die anderen, das sind ja alles so 17, 18, 19-Jährige, sehr viele. Werden die unruhig, werden die nervös, weil die nicht genau wissen, was ist passiert jetzt hier? Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die Jungs haben das mitbekommen und zur Kenntnis genommen. Natürlich war ein bisschen innerhalb der Mannschaft war das auch ein Thema. Aber dass die da verunsichert sind, das glaube ich jetzt nicht. Sondern für die ändert sich ja eigentlich nicht viel. Klar, es wird ein anderer Trainer jetzt sein. Da wirst du sicherlich noch drauf eingehen. Aber ja, der FC Bayern hat seine Spielphilosophie und die wird sich jetzt nicht ändern. Du schiebst mir die Karten zu, das ist ganz praktisch hier, dann brauche ich mir nicht groß die Fragen ausdenken. Holger Seitz, jetzt wieder Trainer für dich, der alte Neue. Du hast ja schon mal mit ihm zu tun gehabt. Ja. Wird sich jetzt die Welt verändern? Es ist sicherlich nochmal ein anderer Ansatz, ja. Ein direkter Vergleich mit Martin De Michelis. Ich kenne ihn schon, ich habe ihn schon ein Jahr als Trainer gehabt. Hat generell eine andere Herangehensweise an uns, an den Fußball an sich, wie jetzt der Michelis. Der Michelis hatte schon den fußballtaktischen,
Besessenheitsplan, sage ich jetzt einfach mal. Pep Guardiola war sein großes Vorbild und es hat auch richtig Spaß gemacht. Er war schon taktikbesessen. Der Holger will uns sicherlich auch ein bisschen über die Mentalität packen. Und da bin ich gespannt, ob er das wieder hinbekommt. Bin guter Dinge, weil es eben auch eine zweite Mannschaft braucht. Heute war das erste Training mit Holger Seitz. Ja, und da hat man die Dinge auch direkt angesprochen bekommen. Da hat er nicht gezögert, ist direkt mit der Tür ins Haus gefallen, dass er das natürlich sehen will. Dass vor allem die Einstellung stimmt und hat der Mannschaft deutlich gemacht, was er sehen will. Und ja, so habe ich es auch erwartet. Kommen wir zur Saison. Jetzt schauen wir ganz schnell hier. Finger drauf. Da ist er. FC Bayern 2, Platz 5. 32 Punkte. Okay, vorneweg, da ist so, glaube ich, schon ein bisschen mehr Abstand, als dass er den noch zumachen könnte. Aber bist du, auch mit der Erfahrung, der ist zufrieden mit der Entwicklung, die diese Mannschaft nimmt? Da hat sich ja viel getan, vergangene Saison. War ja, glaube ich, 10 Mann ganz andere mit dabei. Ja, mehr sogar. Ja, also ich habe das Gefühl, dass es letztes Jahr wirklich ja, noch 11 bis 14 andere Spieler waren. Die haben alle ihren, ja, den nächsten Schritt eingeschlagen. Von daher muss man das eben relativ sehen. Man muss es relativieren und das richtig einordnen. Viele Spieler haben eben ihr erstes Herrenjahr jetzt schon verfrüht mit dieser Saison. Und ja, das muss man richtig einordnen. Man muss geduldig sein mit den Jungs, gerade weil auch die nächsten Jahre dann wirklich auch noch Entwicklungsjahre sind. Du sagtest, wir sind Fünfter, ja, ist vielleicht besser, als es ja, sich anfühlt. Vom Platz her, klar, hat es auch richtig gezeigt, dass die Diskrepanz einfach zu hoch ist zum ersten Platz. Die Hinrunde, ja, war in Ordnung. Aber es ist sicherlich noch ja, Potenzial nach oben da und ich bin guter Dinge, dass die Rückrunde jetzt eine bessere wird, weil das auch normal für eine zweite Mannschaft ist, dass man dann sich eben als Mannschaft schon besser gefunden hat, dass jeder individuell seine individuellen Schritte nach vorne gemacht hat in deren Entwicklung. Und ja, ich freue mich echt auf die Rückrunde. 3 Spiele habt ihr noch. Das ist im Fußball Deutschland im Augenblick ein bisschen ungewöhnlich, weil die erste, zweite, dritte Liga, die machen jetzt alle Pause wegen der WM. Ihr werdet weiterhin erstmal noch mal ran müssen. Und Türkgücü München, also schönes Derby, steht auch noch auf dem Plan. Was hast du denn für Erwartungen an diese 3 Spiele? Und vor allen Dingen, ist vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit jetzt dann für die Regionalliga da? Ist natürlich eine interessante Phase für uns intern jetzt mit dem Trainerwechsel. Auch wenn ich sage, es wird sich nicht viel verändern, meiner Meinung nach. Ich bin echt guter Dinge. Die Jungs haben einen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht, wir als Mannschaft auch. Ich erwarte einfach, dass wir da erfolgreich sind gegen Türkgücü München, egal wie. Und die 2 Spiele danach, das letzte in Aschaffenburg, das wollen wir natürlich auch gewinnen, diesen 4. Das sind so die Spiele, wenn es dann richtig gegen die Herrenmannschaften geht, die auch weiter oben stehen. Das sind so die Spiele, die dann auch entscheidend sind, die auch wichtig sind für die einzelne Entwicklung der Spieler. Von daher, ja, wie gesagt, ich bin guter Dinge. Ich freue mich auf die Spiele, freue mich natürlich auch auf die Pause. Tut dann auch mal gut, da muss ich ehrlich sein. Aber ja, schauen wir mal, was der Trainerwechsel bewirkt. Du hast mehrfach von Entwicklung gesprochen, du hast mehrfach von den nächsten Schritt machen gesprochen. Wenn jetzt Leute deine Vita angucken, werden die sagen, ja, aber warum geht der dann zu den Bayern Amateuren, also quasi zurück, so in die 4. Liga? 2. Liga schon gespielt, 3. Liga schon gespielt. Siehst du deine Rolle auch als Fußballer in deiner Karriere jetzt eher schon anderen mit auf den Weg zu helfen? Also jetzt geht es so, dieses Zurückgeben schon los. Ja, das ist definitiv so. Das war seit dem Wechsel zu Bayern 2, war das schon so. Auch wenn man immer mal noch wieder im Hinterkopf hat, was man eigentlich könnte, vielleicht auch ligatechnisch vielleicht nochmal höher rücken könnte. Aber mit diesem Wechsel zu Bayern 2 war mir das auch bewusst. Und ja, das will ich natürlich ausfüllen, weil vielleicht auch für mich dann nach meiner aktiven Karriere das genau auch dieser Weg sein wird, den ich längerfristig auch habe. Wenn ich bei Bayern anfangen werde beispielsweise, ist es eine super Erfahrung für mich, jetzt schon mit den jungen Spielern zusammenzuarbeiten, die einfach so kennenzulernen, wissen, wie sie ticken, wie man an sie herantritt am besten. Und das nehme ich auch persönlich für mich mit. Ja? Und wenn man jetzt mal meine Laufbahn anschaut, war es auch so, dass ich mich auch schon anders orientiert habe. Ich habe studiert, habe schon gearbeitet und bin da vielleicht nicht so der klassische Profisportler, wie man eigentlich kennt, der jetzt seit 12 bis 14 Jahren im Profigeschäft ist. Das war einfach nicht so. Okay, ich habe es aber rausgehört und ich notiere es, nach Di Michaelis und Seitz kommt der nächste Trainer und heißt Kern. Dann werden wir sehen. Timo, erstmal spiel mal noch eine Weile, das ist ganz, ganz gut so. Danke, dass du heute vorbeigeschaut hast. Viel Erfolg für die nächsten 3 Spiele. Gute Spiele. Klar, Derby ist ja dann immer so ein Schmankerl. Da ist natürlich das Herz in München ein bisschen schwierig zu verteilen. Aber
Ich wünsche euch eine gute Saison weiterhin. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Weiter geht's auch für den EHC Red Bull München und das in der Champions Hockey League. Das Achtelfinale steht an und die Münchner haben erstmal Heimspiel, bekommen aber einen richtigen Brocken, nämlich den aktuellen Schweizer Meister, den EV Zug. Ein so gesehen aber guter alter Bekannter für die Münchner. Die Münchner Icecracks gehen mit Siegermentalität an die nächste Aufgabe. In der deutschen Eishockeyliga ist der EHC Red Bull München Tabellenführer und hat somit ein Zeichen an die internationale Konkurrenz gesendet. Jetzt kommt es zum ersten Spiel im Achtelfinale der Königsklasse der Champions Hockey League. Und da bekommen es die Münchner mit dem aktuellen und dreifachen Schweizer Meister EV Zug zu tun. Wir werden alles dafür geben, deren Speed, sage ich mal, zu killen. Und einfach unser Spiel denen aufzuzwingen, sodass wir auch mal den Fans einen Sieg zu Hause gönnen. Zwischen dem EHC Red Bull München und dem EV Zug besteht eine Art besonderes Verhältnis. Beide sind in ihren Ligen top, doch im direkten Aufeinandertreffen zogen bisher die Schweizer stets den Kürzeren. Ich würde das mal so ein bisschen salopp sagen, eine Hassliebe. Natürlich, dass wir ein sehr gutes Verhältnis mit den Münchner haben, neben dem Eis. Aber natürlich für uns das schon ein bisschen zum Problem wurde die letzten Jahre, dass wir einfach nicht gewonnen haben. Und demnach sind wir eigentlich sehr froh, dass wir diese offene Rechnung oder zumindest die Chance haben, diese offene Rechnung noch zu begleichen. Zum 7. Mal steht der EHC Red Bull München in der K.O.-Runde der Champions League. Das erste der beiden Achtelfinalspiele tragen die Roten Bullen in eigener Halle aus. Wir haben irgendwie das Talent, dass wir immer mit die schwerste Mannschaft ziehen. Ich sehe Zug als mit die schwerste Mannschaft im gesamten Topf, weil der EVZ Back-to-Back-Champion in der Schweiz ist. Mit dem Reto, glaube ich, einen der fähigsten Männer auf der Kommandobrücke hat und auch mit dem Dan Tenies wahrscheinlich einen der heißbegehrtesten Trainer in Europa hat und eine richtig heiße Mannschaft. Nach dem Spiel gegen Zug stehen noch zwei Begegnungen in der DEL im Terminplan. Für das Heimspiel gegen die Schweizer und das Derby gegen Augsburg am Sonntag hoffen die Münchner auf eine möglichst große Kulisse im eigenen Stadion. Im Sport ist es oft so, dass wenn die Eltern erfolgreich waren und die Kinder nachrücken, dann sagt man, das ist eine Sportlerfamilie. Wenn die Geschwister zeitgleich sehr erfolgreich sind in derselben Sportart oder vielleicht in verschiedenen, dann sagt man ganz klar, die sind sozusagen aus einem sportlichen Guss. Wenn aber zwischen zwei Geschwistern, die zeitgleich Sport treiben, fast 20 Jahre Abstand besteht, dann spricht man von Generationen. Die Zeit im Ring hat für Selina Çukur gerade erst begonnen. Mit ihren 10 Jahren durfte die Boxerin ihren ersten Kampf bei den Amateuren austragen, im Papiergewicht. Die Tochter von Ex-Weltmeister Levent Çukur gewann ihr Debüt und kurz darauf auch ihren zweiten Amateurkampf. The Lion Lady ist die jüngste Schwester von WBA Continental Champion Emre Çukur. Ihr großer Bruder ist ganze 19 Jahre älter. Seine Zeit als Amateur liegt 6 Jahre zurück. Mittlerweile hat Emre in seiner Profilaufbahn 20 Kämpfe ausgetragen. 19 davon hat The Lion Junior gewonnen. Titel hat Emre Çukur schon einige gewonnen. Und er hat beweisen müssen, dass er auch schwere Situationen überstehen kann. Im Kampf gegen den Franzosen Hadila Muhumadi ging dem 29-Jährigen schon früh die Kondition aus. Doch durch seine Erfahrung konnte Emre Çukur alle Runden durchboxen und ein Unentschieden retten. Am 19. November soll ein weiterer Gürtel in seine Sammlung kommen. Dann kämpft Emre im französischen Cannes um die EBU-Europameisterschaft. Emre und Selina schreiben, jeder für sich, weiter an Kapiteln in der Geschichte der Boxfamilie Çukur aus München. Und heute sind mal beide da. Das ist eine richtige große Premiere, denn der große Bruder war schon einige Male hier. Ich sage herzlich willkommen, Emre Çukur. Servus. Und jetzt hat er die Schwester mitgebracht, Selina Çukur. Hallo. The Lady Lion oder Lion Lady. Ich habe es, glaube ich, jetzt verdreht, aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. Für dich das erste Mal hier. Wie war es denn, das erste Mal im Ring zu stehen? Ist noch gar nicht lange her, 3-4 Wochen erst. Es war schön. Also es hat auch Spaß gemacht. Tage davor und auch ein paar Stunden davor war die Aufregung groß. Aber dann im Ring ging sie halt schnell weg. Und ich habe mich dann noch sehr gefreut, dass ich den Kampf gewonnen habe. Mittlerweile hast du ja 2 Kämpfe gemacht, hast beide gewonnen. Wo war die Nervosität größer? Vor den Kämpfen oder heute hier vor dem Besuch? Wie ist das? Vor den Kämpfen. Okay, das ist schön, dass es hier nicht so anspannend ist. Hattest du eigentlich eine Chance, dass du nicht boxst bei der ganzen Familie? Papa Boxer, Onkel Boxer, Bruder Boxer. Also war das irgendwie ganz klar, auch du wirst mal irgendwann die Handschuhe anziehen?
Ja, schon eigentlich. Mit so Freude oder war das einfach, ich mach mal so ein bisschen, mal gucken? Also als erstes habe ich nur angefangen zu trainieren und dann hatte ich mehr die Lust, auch ein paar Kämpfe zu machen. Und dann hat mein Vater, so auch meine Mutter, erlaubt, dass ich in den Ring steigen darf. Und es hat mir dann auch Spaß gemacht und ich will da auch weitermachen. Wie ist denn für dich so, wenn jetzt die Schwester so nachzieht? Ich meine, du bist ja auch dein ganzes Leben mit dem Boxsport da groß geworden. Aber jetzt ist nochmal ein ganz neuer Schritt da, plötzlich in der Familie. Schwer, schwer. Also ich war der Part, der eigentlich dagegen war. Weil ich ganz genau weiß, wie es ist, wie süchtig dieser Sport machen kann. Und sie sagt selber, sie will nicht aufhören, sie will weitermachen. Also das Boxfieber hat sie jetzt auch gepackt. Und ich weiß aber, wie es ist, wie viel man dafür investieren muss. Und es ist nicht leicht. Vielleicht wird irgendwann mein Vater als Trainer dann wegfallen. Und dann stehe ich an ihrer Seite. Aber ich werde sie nicht verschonen. Und ich weiß, dass es ein sehr harter Weg ist. Sie hat ihn eingeschlagen, sie will ihn gehen. Und wir als Familie unterstützen sie da auf jeden Fall. Wie ist denn, wenn du zuguckst? Ist dann so bei jedem Schlag, der mal kommt, bei jeder Bewegung, du leidest mit Schmerzen mit oder bewegst dich auch mit? Also ich bewege mich mit. Ich habe hier jetzt erst in zwei Kämpfe jetzt angeschaut und leider war ich nicht live dabei. Bei dem ersten Kampf war ich noch zu Hause und habe mich vorbereitet quasi mental für meinen Kampf. Aber ich habe das alles per Livestream verfolgt. Ja, es ist halt schwer, wenn sie das aus dem Weg geht. Also seitdem sie auf der Welt ist, ist sie krabbelnd im Boxstudio gewesen. Also es ist alles verankert, die ganzen Schläge, das Boxen, das hat sie auch gezeigt. Sie hat einfach diesen Sport im Blut und sie hat gezeigt, dass sie es kann. Und die Chukos, ich glaube, die werden einfach nicht weg vom Boxen kommen. Also ich glaube, es liegt 4 oder 5 Jahre zurück. Da habe ich bei euch einen Boxabend moderiert und da bist du im Hintergrund durchgekrabbelt durch den Ring und hast die Nummer hochgehalten. Da musst du wohl so 5 Jahre gewesen sein. Ach so, ja. Und ich habe so einen Lachanfall bekommen, weil es auch so niedlich war. Und habe gesagt, das könnt ihr eigentlich nicht mit mir machen hier. Wie ist denn dann, wenn du deinen Bruder boxen siehst? Und der, gerade den Profis, da geht es natürlich viel härter zur Sache. Ist das schwierig für dich? Ist das Leiden? Also es ist schon schwierig zuzuschauen, wenn dann doch irgendwie anfängt zu bluten oder vielleicht auch mal zu hinfällt, zu Boden geht. Oder es ist schon schwierig, meinen großen Bruder im Ring zu sehen, kämpfen zu sehen. Ja, eigentlich schon. Was ist denn so, vielleicht so ein bisschen so der erste Plan für dich? Also ihr habt ja sicherlich besprochen mit dem Papa und mit dem Bruder. Was willst du denn jetzt so langsam, so Schritt für Schritt vielleicht schaffen? Meisterschaften, sowas. Es gibt ja genügend Möglichkeiten für die Amateure. Also ich will schon ein paar Meisterschaften schaffen, die oberbayerische, südbayerische. Ich boxe jetzt vielleicht auch in Schweden auf dem Mädchencup, aber das ist ja auch noch nicht sicher. Also ich will schon viele Kämpfe und Meisterschaften versuchen zu kriegen. Boah, klingt schon nach einem ganz schönen Programm, das da kommt. Du hast gesagt, da ist, muss man viel machen für. Du hast jetzt noch ein paar Tage und dann geht es für dich um was ganz Glänzendes. Es geht um den Gürtel der EBU, Europameisterschaft ist angesagt. Vor 2 Wochen, da war Kampfabend und da hast du schon gegen einen Franzosen gekämpft. Und hattest einen ganz schwierigen Stand, weil dir, wie auch immer, plötzlich der Körper nicht mehr das hervorbringen konnte, was du vielleicht wolltest. Was ist passiert? Man hat gedacht, ab der 3., 4. Runde, du hangelst dich mehr oder weniger nur noch durch. Schwer zu sagen. Also ich weiß es nicht. Ich war eigentlich extrem gut vorbereitet. Kondition hat gepasst. Wir sind Sparringsrunden mehrere gegangen gegen Top-Leute. Also an der Kondition lag es nicht. Ich habe ihn in der ersten Runde extrem gut angeklingelt. Dachte, okay, jetzt mache ich den Sack zu. Durch seine gute Erfahrung hat er sich extrem gut in die Rundenpause gerettet. Da habe ich ihn wenig überpaced, denke ich. Und ich bin dann einfach, nach der 3. Runde hatte ich einfach das Gefühl, dass ich in so einem Loch bin und ich bin einfach nicht rausgekommen. Ich bin in die Ecke gekommen und dann wurde ich auch gefragt von den Trainern, von meinem Vater, hey, was ist denn los? Du bist nicht ansprechbar, also dein Körper reagiert nicht. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich habe gerade keinen Zugriff auf meinen Körper. Ich sehe die Schläge kommen, mein Hirn sagt, geh raus, mein Körper sagt, nein, will ich nicht. Und ich hatte einfach nicht die Kontrolle über meinen Körper, ich konnte nichts mehr steuern da drinnen und ich hatte einfach nicht die Überhand. Aber du hast eine Sache gezeigt und das ist wahrscheinlich auch ein Erfahrungswert. Du wusstest, auch wenn du nicht mehr die Top-Dominanz ausüben kannst, weil du körperlich nicht mehr fit genug bist, du hast den Kampf bis zum Ende durchführen können und hast Runde für Runde auch dem Gegner seine Aktion mehr oder weniger erstickt, hast viel geklammert, viel gehalten. Ist nicht besonders schön anzugucken, muss man aber wirklich sagen. Es war ein ganz schönes Gewürge. Aber ist das einfach auch so ein Zeichen, dass du, ich würde mal sagen, jetzt wirklich schon so ein alter, abgewichster Boxer bist? So?
Ja, das würde ich schon sagen. Also ich merke das mit Jungprofis, die dann mit mir Sparring machen und dann merken, okay, das scheint doch ein ganz anderes Business. Ich habe das jetzt auch erst im Nachhinein alles gemerkt, weil wir haben das ja vorhin schon, hast du es ja vorhin schon angesprochen. Also das haben jetzt schon mehrere Leute gesagt, ey, okay, du hast jetzt mittlerweile schon eine extreme Ringerfahrung und man merkt wirklich, dass du, auch wenn es mal nicht rund läuft, dass du ganz genau weißt, was du tun musst. Ja, es bringt aber die Erfahrung mit, sage ich. Das kannst du dir nicht aneignen, das kannst du dir nicht antrainieren. Das ist wirklich, wenn du auf Spitzenniveau kämpfst gegen Top-Leute, dann musst du dir zu helfen wissen. So, jetzt geht's nach Cannes. Gegner ist wieder ein Franzose. The Phenomenon. Kevin Lele Sadio. 18 Kämpfe, 18 Siege. Ungeschlagen. Also der Mann ist richtig hart, vor allen Dingen auch harter Brocken. Hat unter anderem Jack Cullen besiegt, vorzeitig auf die Bretter geschickt. Dann war es passiert. Gegen den kannst du natürlich jetzt nicht allein leisten, dass der Körper nicht so will. Wie war so die Vorbereitung jetzt auf den speziell? Also viele haben ja erwartet, dass ich nach dem Unentschieden jetzt vor zwei, drei Wochen, dass ich dastehe und sage, okay, nee, jetzt sage ich alles ab. Ich will nicht kämpfen, ich muss jetzt erstmal mich sammeln. Ich habe am nächsten Tag Papa angerufen und habe gesagt, ey, hast du die Sparringspartner schon angehört? Also wie? Sag ich, ja, Gas, kann, wir wollen kämpfen. So, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin wirklich am Boden der Tatsachen angekommen. Ich habe gemerkt, wie es da oben ist, die Luft. Und habe gesehen, okay, da fehlt noch ein bisschen was. Wir haben komplett umgeschwenkt, wieder zum alten Stil. Die Sparringsrunden liefen extrem gut. Ich fühle mich extrem gut und bin auch der Überzeugung, dass ich den Gürtel zurück nach München holen kann. Dann drücke ich die Daumen, dass es gut läuft, dass es quasi Festspiele in Cannes für dich werden, für Emre The Lion Junior Çukur. Und dann mit dem Gürtel, ja, du musst dann natürlich wiederkommen. Also dann kurz nacheinander, wer erfolgreich ist, darf dabei sein. Selina, danke, dass du heute gekommen bist. Starker Auftritt hier, also ganz routiniert. Ich glaube, er hat beim ersten Mal sich mehr versprochen und da hast du ihm schon mal gezeigt, wo der Hammer hängt hier. Drück dir die Daumen, dass es weiterhin eine gute Karriere wird und wäre auch schön, wenn ihr dann mal zusammenkommt. Okay. Vielleicht die ganze Familie, dann machen wir eine große Couch hier. Das war's für heute, ja. Und das war's auch wirklich für heute. Die Sportarena ist durch. Kommende Woche Montag, dann gibt's wieder was Frisches hier von München TV. Bis dahin, Servus.